So, da musste ich mal kurz einen Aufnahmestopp anlegen. Aber da bin ich wieder. Ja, wir haben viel erfahren von dem Lügen Mykos. Ich vergesse seinen Namen immer wieder, deshalb muss ich da mal wieder drauf gehen. Ja, er hat uns eine Möglichkeit genannt, den lieben Krugel zu besiegen. Und dazu brauchen wir den Atem Gottes, der aber wohl in einem versunkenen Schiff zu finden ist, ja. Aber wir haben ja eine alte Frau, die uns hilft, und zu der werden wir auch gleich gehen, nachdem wir nochmal mit unserem Hahn gesprochen haben oder ihn zumindest mal angeschaut haben. Der sieht ja geradezu dämonisch aus. Na, immerhin ist er besessen. Wie gefällt dir deine neue Arbeit? Der Hahn ist wirklich ganz schön alt. Aber ich kriege ihn in ein paar Tagen in Form und er wird ein langes und gesundes Leben mit mir haben. Freut mich, das zu hören. Ja, das ist doch klasse. Gut, wir machen uns auf den Weg zu Pripogala. Und wir wissen eigentlich immer noch nicht, was dieses Schild da hier bedeutet. Mal sehen, ob wir das noch rauskriegen. Gut, hier sind immer noch die Schiffchen. Aber wir wollen ja zu Pripogala. In die Hütte. So. Was weißt du Neues? Wie kommen wir denn bloß an den Atem Gottes ran? Pripogala? Was gibt es? Der Seher. Ich habe mit Mykorus gesprochen und bin der Ansicht, dass ich ihn lieber hätte dalassen sollen, wo er war. Große Persönlichkeiten wie er sind manchmal unausstehlich. Aber glaube mir, du wirst nicht leicht einen besseren als ihn finden. Aber er ist ein sprechender Pilz. Na und? Pilze und Weissagungen waren schon immer eng miteinander verbunden. Aha. Mykorus sagte, ich brauche etwas, das Atem Gottes genannt wird, um mit Krugel fertig zu werden. Tatsächlich, so ein Zufall. Wie meinst du das? Dulevar hatte den Atem Gottes viele Jahre lang und dachte über eine Möglichkeit nach, ihn einzusetzen. Dann verlor er ihn, irgendwie. Mykorus hat auch darüber gesprochen. Offensichtlich war der Atem Gottes auf einem Schiff namens Drachenstolz, aber es sank. Sein Wrack liegt jetzt am Grunde des Meeres in der Nähe eines Steintempels. Ein Steintempel am Grund des Meeres, sagst du? Davon kann es nicht zu viele geben. Ich habe Freunde unter den Meeresbewohnern und wenn du mir etwas Zeit gibst, kann ich ihn finden. Ja, das wäre doch super, oder? So, Atem Gottes und das Schiffswrack. Ja, machen wir mal weiter mit dem Atem Gottes. Ist das ein Windrad oder was? So ein, wie man das auch so kennt von Jahrmärkten oder sowas. So ein Plastikstab mit so einem Plastikrad da dran. Krass. Klasse. Naja, Atem Gottes, ne? Was erwartet man da? Außer vielleicht ein Fächer oder sowas. Ach, egal. Schauen wir uns das jetzt einfach mal an. Was bewirkt der Atem Gottes eigentlich und wie sieht er aus? Wenn ich mich recht erinnere, ist er ein kleiner Anhänger, der einem Kontrolle über den magischen Wind gibt. Wind? Wie kann mir Wind gegen jemanden wie Krugel behilflich sein? Mykorus weiß, wovon er redet. Vertrau ihm. Vermutlich hat es etwas mit Krugels Eisatem zu tun. Keine Rüstung und kein Schwert kann dich davor beschützen. Okay, also doch so eine Art Amulett. Wir werden sehen. Sprechen wir erstmal über das Schiffswrack. Wie komme ich denn zur Drachenstolz, wenn du sie erst einmal gefunden hast? Gibst du mir dann magische Kiemen? Wenn du das unbedingt willst, kann ich dir welche wachsen lassen. Aber das dauert ein paar Tage, tut höllisch weh und man wird sie schlecht wieder los. Gibt es eine andere Möglichkeit, unter Wasser zu atmen? Finde die Schuppe eines weißen Katzenwelses. Weißer Katzenwels? Ich habe noch nie von so einem Fisch gehört. Es ist natürlich kein gewöhnlicher Fisch. Du findest ihn aber hier in der Gegend eher als eine Meerjungfrau. Okay, dann versuche ich mal einen zu fangen. In der Zwischenzeit versuche ich den Unterwassertempel, den Mykorus erwähnt hat, zu finden. Und bereite einen Zauber vor, der dich dorthin bringt. Ah, sehr gut. Weißt du irgendetwas über den weißen Katzenwels? Was willst du denn wissen? Zum Beispiel, wo ich danach suchen soll. Er ist ein Wels und du bist ein Fischer. Fällt dir selbst nichts ein? Welse sind schwer zu erwischen. Schon die ganz gewöhnlichen sind schlaue Burschen. Wir müssen da erst magische Welse sein. Wenn ich doch nur mehr über sie erfahren könnte. Zum Beispiel, was ihre Gewohnheiten sind, wann sie jagen, was sie mögen. Ich glaube, du hast ein Bestiarium zu Hause. Dein Vater hat es mir nie wiedergegeben. Wirf doch da mal einen Blick rein. Bis später. Das ist in der Tat eine sehr gute Idee. Und ich denke, das machen wir auch gleich. Wir haben ja auch schon diese Maske damals aus dem Brunnen gefischt.
Aber wo ist denn die Ampel? Wo ist die Ampel hin? Tja, das ist auch eine sehr gute Frage. Wo ist die Angel hin? Naja, gut. Wir schauen uns erstmal zu Hause um. Im Bestarium. Das Bestiarium von Tubowitz und Urchetitz. Hier finde ich vielleicht etwas über den weißen Katzenwels. Natürlich das Bestiarium, nicht das Bestarium. Meine Güte. So, aufblättern. Nichts. Inhalt. Ein jeder, der die innerste Natur der Dinge in der Welt erforscht, muss sich zunächst der natürlichen Ordnung gewahr werden, will er nicht blind gegenüber der Weisheit bleiben. Für die Wesen nichtmenschlichen Ursprungs halten wir folgende drei Kategorien für wesentlich. Titanen, Kinder der Erde und magische Wesen. Oh mein Gott. Aha, außerdem scheint es wichtig Was? Zu sein, dass die Schuppe vom Fisch freiwillig gegeben wurde, damit die Magie funktioniert. Na klasse, was hat er denn jetzt gesagt? Das will ich wissen. Verdammt. Na nee, egal, müsst ihr halt mal auf Stopp drücken oder sowas. Das sind hauptsächlich Lexika und Reiseberichte. Ja, Mist, so. Lesen, nochmal. So, das konnte ich jetzt auch nicht lesen, schaue ich dann gleich nochmal nach. Ich wollte jetzt einfach mal nur durchblättern, wie viel das denn hier jetzt zu lesen ist. Aber es geht eigentlich, ja. Kann man alles mal lesen. Gut, also ich werde es mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Ihr müsst halt nochmal zurückspulen, auf Pause drücken, damit ihr es lesen könnt. Wir fangen auf jeden Fall mal hier bei den Wassertitanen an und dann lese ich jetzt mal vor. Als Titanen bezeichnen wir Wesen aus uralter Zeit, die aus dem Reich der Götter auf die Erde herabstiegen, weil dort kein Platz mehr für sie war. Menschen gegenüber sind sie grundsätzlich feindlich eingestellt, da sie glauben, die Welt solle ihnen alleine gehören. Klasse Sache. Die Wasser der Ozeane werden von Meerestitanen bewohnt. Darunter zählen wir Wasserdrachen, Riesenkraken und Leviathane. Aber auch Meerschlangen, die, wenngleich sie weniger machtvoll und geringer im Wuchs sind, gerne in diese Kategorie eingestuft werden wollen. Oft begehen sie schreckliche Gräuel an friedlichen Seeleuten und Fischern. Sie versenken deren Schiffe und sie haben einen nie endenden Hunger nach Gold und Reichtümern. Gold. Landtitan, wo dann auch wohl Kugel dazu zählt. Ja gut, ist ja ein Eisriese. Mal schauen. Von allen Wesen, die das Land bevölkern, sind die Landtitanen die unbarmherzigsten Feinde der Menschheit. Gewaltig ist ihre Stärke und groß ihr Hass auf alles Gute, Wahre und Schöne. Viele beherrschen die finstere Magie und sie zögern nicht, diese gegen ihren Nächsten einzusetzen. Zum Glück durchstreifen sie nur noch wenige von ihnen die Welt. Zumeist sind es Felsriesen, Eisriesen, schwarze Drachen und Feuerdrachen. Also doch Eisriesen, alles klar. Kinder der Erde, ach. Unser lieber Nock ist wohl ein Kind der Erde. Als Kinder der Erde bezeichnen Wesen aus Lehm, Wasser und Stein, die von den Mächten am Beginn der Zeit zum Leben erweckt wurden. Wir zählen darunter die Zwerge, Grulle? Da steht doch Grulle. Kenne ich gar nicht. Ich kenne nur Gule oder so was, aber Grulle? Grutte? Gott, ich kann es nicht lesen. Könnt ihr mal schreiben, was da steht. Ich lese da Grulle oder Grutte oder so was. Kenne ich auf jeden Fall nicht. Dolzimiane und Schlammriesen. Diese Wesen haben, abgesehen von seltenen Handelsbeziehungen, wenig Kontakt mit den Menschen, da sie in den undurchdringlichen Tiefen der Erde leben und so gut wie nie ans Tageslicht kommen, wissen wir nicht viel über sie. Ja, alles klar. Magische Wesen. Wesen, die mit der Gabe der Magie gesegnet sind, bevölkern die Mythen der Menschheit seit dem Anbeginn der Zeit. Aber viele haben ihren Ursprung in der Wirklichkeit. Obwohl Hippogreife, Einhörner und Chimären wie reine Schauermärchen klingen, kann man auch heute noch immer Basilisken, Greifen und magische Fische antreffen, wenn auch sehr selten. Tapfere Ritter haben diese Quälgeister zum Nutzen von Land und Krone beseitigt. Leider wissen wir deshalb auch nur noch sehr wenig über sie. Am besten erforscht ist wohl der weiße Katzenwels oder Xoliant, der die
der die Frischwasser von Seen und Teichen bewohnt. Ach so. Die Sage will es, dass seine Schuppen dem Menschen die Fähigkeit verleihen, unter Wasser zu atmen, als wäre er auf dem trockenen Land. Aber nur eine Schuppe, die freiwillig gegeben wurde, hat diese Macht. Wenn ein solcher Fisch gefangen wird, wechselt er die Farbe und sieht aus wie ein gewöhnlicher Wels. Allein ein kleiner weißer Fleck an der Schwanzflosse verrät, dass es in Wirklichkeit ein Xoliant ist. Alles klar, gut, dann wissen wir jetzt Bescheid. Jetzt brauchen wir aber auf jeden Fall noch unsere Angel. Und ich weiß leider nicht, wo er sie hin hat. Haben wir das überhaupt erfahren oder ist einfach nur verschwunden? In der Kiste dürfte es nicht sein. Haben wir hier noch irgendwas? Tja, nee, ich glaube nicht. Dann müssen wir wohl mal am Gasthaus vorbeischauen. Am Gasthof. Haben wir die Angel hier gelassen? Nee, auch nicht. Aber vielleicht hat er ja eine Angel, die wir uns ausleihen können. Ich wüsste nicht, worüber... Ach nee. Katzenwels. Stimmt, hier ist ein Katzenwels. Das ist jetzt nicht gerade ein Riese, aber ein größerer hätte eh nicht über die Tür gepasst. Wenn das jetzt so ein Wels ist, den wir suchen, dann... Nee. Das ist jetzt nicht gerade ein Riese. Das ist jetzt nicht... Geil. Er hat einen weißen Fleck an der Schwanzflosse, wie im Bestiarium beschrieben. Das ist der weiße Katzenwels. Okay, und jetzt? Na, vielleicht soll ich ihn wieder ins Wasser schmeißen oder sowas und dann ist er mir ja so dankbar, dass er mir eine Schuppe gibt. Mal schauen. Sprechen wir doch mal mit Masek. Was gibt's, Olaf? Wels-Trophäe. Hör zu, Masek. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Einen großen Gefallen. Ja? Ich brauche deine Wels-Trophäe und ich fürchte, ich kann sie dir nicht wiedergeben. Auf keinen Fall. Dein alter Herr hat sie mir geschenkt. Hast du keinen Respekt, dass du seine Geschenke wieder zurückholst? Glaub mir, ich würde nicht mal dran denken, wenn ich sie nicht wirklich bräuchte. Ich verspreche dir aber, ich fange dir einen neuen Wels. Wirklich? Man fängt dich jeden Tag ein von der Größe. Außerdem, was soll ich denn in der Zwischenzeit über die Tür hängen? Der Wels bleibt, wo er ist. Das ist mein letztes Wort. Es bringt Unglück in einem Gasthof, wenn nichts über der Küchentür hängt. Ich brauche deine Wels-Trophäe und ich fürchte, ich kann sie dir nicht wiedergeben. Es bringt Unglück, wenn... Okay. Der Wels bleibt, wo er ist. Ja, wir brauchen irgendwas anderes, was wir über die Tür hängen können. Vielleicht so ein Karrenrate. Ist doch auch was Schönes. Oder diese Frontplatte mit Hand. Ich glaube, das funktioniert sogar. Wie würde dir eine Steinhand über der Küchentüre gefallen? Eine Steinhand? Wo gibt's denn sowas? Fische oder Hirschgeweihe? Sowas gehört an die Wand eines Gasthauses. Von einer Hand habe ich noch nie gehört. Dann hast du jetzt die Gelegenheit, der Erste zu sein. Denk doch nach. Wie heißt noch die Taverne in Kehrweiler? Zur lahmen Schindmähre. Warum? Und die an der Straße, kurz vor dem Graben? Zum widerspenstigen Rappen. Und dein Gasthof heißt zum tapferen Wallach. Es gibt also drei Gasthäuser, die nach Pferden benannt sind. Versuch doch mal was Neues. Das ist einfacher gesagt als getan. Warum nennen wir es nicht einfach zur steinernen Hand? Die Leute werden in Scharen herströmen, um sie zu sehen. Es ist eine gut gearbeitete Hand. Das klingt immer noch komisch. Allerdings hast du schon immer ein Gespür fürs Geschäft gehabt. Also können wir es ja mal versuchen. Großartig. Wenn du also einverstanden bist, hänge ich die Hand sofort auf und nehme den Fisch mit. Also, in Ordnung. Sehr gut. Klasse, ey. Die macht sich guter. Was meinst du, Masek? Ja, tatsächlich. Wer hat die denn so sauber gehauen? Der neue Steinmetz? Nock? Nein, der war's nicht.
Dieses Stück ist hunderte von Jahren alt und aus echtem Marmor. Respekt? Dann ist es ja ein richtiger Schatz. Und du gibst mir das einfach für den alten Fisch? Du kennst mich doch. Ich würde alles für die Familie tun. Und wir sind ja praktisch Familie. Ja. Wenn der wüsste. Jetzt habe ich zwar den Katzenwels, aber laut dem Bestiarium ist die Schuppe nur magisch, wenn er sie mir zum Geschenk macht. Wie bittet man eine Leiche um einen Gefallen? Das ist interessant. Ja, das ist in der Tat eine sehr gute Frage. Vielleicht sollten wir ihn einfach in den Sumpf werfen. Oder wir pressen ihn an das Schild oder sowas. Na, Wasser? Vielleicht können wir ja mal den lieben Seher hier fragen. Ich glaube, er will. Okay, er will nicht mit mir reden. Auch nicht. Ja, so, nee. Dieser Teil ja. Des. Dieser Teil. Ja, ich will hier raus. So. Na, du Eule, willst ein bisschen Fisch? Nee, das kann's ja auch nicht sein. Natürlich, oh, natürlich. Hahaha. Aber ich muss erstmal eine kurze Aufnahmepause machen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Ciao.